Weiter geht's bei Captain of Industry mit dem Projekt Kohleförderband. Ja, ich habe mir unsere Produktionszahlen nochmal genau angeguckt von allen Gebäuden. Und es ist tatsächlich so, dass wir mit den Produktionszahlen genau auf die Förderquote des Kohleförderbands hinkommen. Das heißt, wir können unsere gesamten Produktionsketten hier versorgen, zumindest für den Moment, und müssen uns keine Gedanken machen, dass wir andauernd Probleme bekommen. Das heißt aber auch, dass wir auf jeden Fall noch ein paar Rampen brauchen. Unter anderem hier. Und dann eine in der Flucht. Ich würde sagen, wir gucken mal, dass wir die... ja, da hinstellen. So, denn die Fahrzeuge müssen ja hier an die beiden Sachen ran. Da muss Kohle ran. So, das ist Nummer 1. Das werden wir mal bauen. Und einmal von, ne? Unpassender Typ. Ja. So, einmal von da. Tja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier am sinnvollsten rüberkommen. Ich würde tatsächlich sagen, wir gehen... da lang. Vielleicht auch nur bis nach da. Und dann mittig durch. So. Da auch mittig durch. Dahin. Und einmal daran. Dann werden wir von hier. Na? Okay. Selbstkollision. Dann gehen wir halt, pass auf, dann gehen wir halt hinten rum, das ist doch kein Problem. Wenn wir so rumgehen. Zack. Und einmal daran. So, das ist das Kohleförderband Nummer 1, was wir bauen wollen. Und wir werden jetzt mal mit den Dingern beginnen. Denn ich habe mir auch das Thema hier oben nochmal angeguckt. Wir haben übrigens, wir machen mal ganz fix hier die Flüchtlinge aus. Die Fahne aus, so. Wir haben immer wieder Probleme, wenn wir mal das analysieren mit diesen 70 Aufträgen hier. Wenn die wegfallen, dann reicht das eigentlich, ja. Und was sind das für Aufträge? Das sind natürlich die Aufträge, weil wir hier überhaupt kein Kohlelager haben, also gar keins. Das ist Problem Nummer 1. Problem Nummer 2 ist, die müssen das hier versorgen. Und da haben wir sogar gesagt, die müssen voll gehalten werden. Das heißt, die werden da auch mit Priorität hinfahren. Das ist Kohleförderband Nummer 2, was wir bauen werden. Aber erstmal müssen die beiden hier fertig sein, dass unsere Fahrzeugrampen darüber kommen. Aber dieses Förderband hier, zumindest den Teil, können wir schon bauen hier hinten hin. Da werden wir... nein, da müssen wir... da muss ich echt da durch. Das war es ja doof. Okay, es ist, wie es ist. So. Das hätte man besser planen können. So, wer hat denn das geplant? Meine Güte. So, jetzt will ich eigentlich wieder auf die Seite zurück. Und dann einmal... ich hoffe, ich nehme das U-förmige Förderband. Yep. Einmal da hinten hin. Jetzt die Frage, müssen wir an die Gebäude irgendwann nochmal ran? Naja, kommen wir ja momentan sonst auch nicht. So, dann müssen wir... einmal dadurch... vielleicht kommen wir da mittig sogar durch. Das wäre natürlich super. Um einmal... daran zu gehen. Und einmal... ah, verdammt. Das geht nicht. Ah, Mist. Okay, das ist natürlich doof.
Aber wir kommen doch mit Sicherheit. Einfach geradeaus ran, oder? Auch nicht. Oh, das ist ja fies. Ja, dann müssen wir... Vielleicht kommen wir dann doch... Ja, so... Moment, so geht's. Hä? Okay, das ist... Ah, es liegt an dem Verbinder. Okay, dann gehen wir daran und schieben von hier aus Kohle rauf. Dann müssen wir irgendwann halt... Also, das geht in die Richtung. Nur den Teil müssen wir dann umbauen. Und dann gucken wir uns den Rest an. Was? Nein! Wir haben ihn eingemauert. Ah, verdammt, noch eins. Das ist noch pausiert. Pass auf, dann. Mann, Laster. Das ist wirklich ein Laster, dieses Ding. So, komm mal raus da. Ja, was ist nu? Kannst du auch jetzt raus, oder nicht? Jetzt müsste es eigentlich gehen. So, jetzt gucken wir mal hier. Der hat... Oh, der hat nichts mehr zu tun. Ja, dann buddeln wir da halt ein bisschen tiefer noch. Das ist auch easy. Ja, da. Viel Spaß. Also, Steine haben wir da nun wirklich... Haben wir nur wirklich mehr als genügend. So, die beiden sind fertig. Und eigentlich wollte ich zumindest den Teil des Förderbands auch schon bauen. Aber ich frage mich gerade, warum der hier nicht mehr rauskommt. Ja, so, jetzt aber. Einmal weg mit euch. Genau. Und dann einmal dahin und dahin. So, wunderbar. Dann bitte depausieren. Depausieren. Werden wir hier alles mal mit Kohle beliefern. Sehr schön. Also, das sieht schon mal gut aus. Das ist die erste Kohlelieferung. Und dann werden wir uns hier einfach ganz stumpf... Ach Gott, Nerd, du bist doch ein Depp, ey. Ernsthaft? Pause. Ach Gott, 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 oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moment, 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 Moment. Einmal darüber bitte. Und einmal schnell liefern. So. Wenn wir da schon was bauen, dann wollen wir das natürlich richtig haben. Und dann machen wir dort unten, damit das so aussieht, als soll das so sein, machen wir hier auch noch eine Betonfläche hin. An die Stelle. Dass das so aussieht, als soll das hier so sein. Ja. Da ist nie was anderes gewesen und das wird auch immer so bleiben. Hier vorne können wir dann auch noch einen Betonweg hinsetzen. An die Stelle. Gut. Das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt werden die Betonlager, sollten sich wieder füllen. Wir müssen jetzt eigentlich, wenn wir das hier fertig haben, dann durch sein. Sehr schön. Dann können wir jetzt ein bisschen, können wir den Blueprint-Modus mal ausmachen. Gott, oh Gott, oh Gott. Und ein bisschen schneller werden. Und dann haben wir die Schlackeversorgung hier jetzt sichergestellt. Das heißt, die Schlacke wird jetzt abtransportiert. Wir müssen allerdings... Nee, Vollheiten leeren ist alles aus. Zugewiesene Lastwagen einmal rausnehmen. Okay, gut. Dann haben wir den auch fertig. Jetzt wird das Förderband gebaut. Dann können wir bitte... Ach, die sind auch schon gebaut. Ja, super. So, bitte nicht mehr pausieren. Einmal weiterbauen. Ja, dann kann es losgehen, ne? Wir haben Gott sei Dank hier hinten genug Kohle drin. Und das ist das nächste, was wir angehen werden, dass wir diese Kohlelager erweitern, vergrößern und dann dort nochmal zusätzlich was reinbringen. So, dann können wir den Teil, das müssen wir mal gucken. Ja, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob wir das bauen können.
Wir werden es mal versuchen. Dann haben wir zumindest einen Cracker hier noch. Der liefert hier rauf und dann müssen wir... Wir werden das mal machen und einmal ganz kurz hier abbrechen. Das Stück muss weg. Haben wir die Seite erstmal über das Förderband versorgt und er hat dann die Kohle erstmal normal. Und es geht. Oh, sehr schön. Wunderbar. So, mal gucken, ob wir noch irgendwelche anderen komischen Sachen gebaut haben. Nee. So, bevor wir das da hinten angehen, müssen wir tatsächlich jetzt erstmal... Müssen wir jetzt erstmal warten, bis das Förderband hier durchgelaufen ist, bis hier wieder Kohle drin ist. Das Heizkesselwerk hat noch genügend Reserven auf dem Förderband. Und da hinten ist auch alles voll. Okay, also das passt. Dann werden wir das Förderband zumindest bis hier vorne hinlegen, aber noch nicht komplett fest anschließen. So, gucken wir mal, wie wir da am besten durchkommen. Ah, da gibt es hier vorne direkt was. Oh, super. Also einmal direkt nach da. Und da bitte. Den können wir schon bauen. Zack. Gut, da hinten brauchen wir auch nicht so viel. Das sind wirklich nur drei oder sowas. Das ist kein Problem. Aber zumindest sind wir dann hier in der Lage, die beiden jetzt komplett ohne irgendwas zu betreiben. Und da kommen wir nochmal zu dem Thema, zu dem Thema, was wir mit dem, ja, also was wir hier machen mit dem Leichtdestillat, Mitteldestillat. Im Moment, ihr habt es auch in die Kommentare geschrieben, gar nichts. Ja, das ist eher ein Thema für später, dass man damit irgendwas machen kann. Deswegen will ich da jetzt auch momentan nicht drauf setzen. Wir haben eigentlich, wenn wir uns das mal angucken, hier mehr als genug Kohle. Ja, guck dir mal, dass der ganze Berg besteht aus Kohle. Also bis wir da angekommen sind, ist keine Ahnung. Das dauert noch lang genug. Übrigens, lang genug dauert auch das Thema. Und da haben wir auch schon eine Kohlemine gefunden. Die braucht zwar Stahl, aber also, ja, wir reparieren das Ding jetzt erstmal hier. Aber ich sehe da jetzt erstmal kein Problem, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir können dann hier schon Kohle fördern und sammeln. Wir könnten mal gucken, dass wir uns dann das Frachtschiff irgendwann sogar holen. Und wenn er repariert ist, gehen wir dann den nächsten hier ab. Dann können wir sogar schon die Piraten hier wegknallen. Also wir sind jetzt, denke ich mal, stark genug. 170 eventuell nicht, aber die 70 hier, ein Schiff mit 70 Kampfwertung schaffen wir locker. Jetzt mal gucken, was haben wir denn als Kampfwertung? Ich weiß gar nicht, steht das irgendwo? Da. 140. Ja, okay, komm, easy. Also das schaffen wir. Das ist kein Thema. Gut. Also das passt, die fahren hier rüber. Hier funktioniert es jetzt auch. Hier brauchen wir also bitte anliefern aus. Das wollen wir auch wirklich ausmachen. Das wird alles jetzt so versorgt, die sollen auch nicht mehr hinfahren. Okay, die Förderbänder sind voll. Alles rutscht nach, die machen die Kohle wieder voll. Dann können wir jetzt das nächste Förderband anschließen. Zack, einmal daran. So, hier, der läuft fast leer, das ist kein Problem. Ihn sagen wir jetzt bitte auch keine Fracht mehr anliefern. Aus. Genau. Das wollen wir auch nicht mehr haben. Das machen wir komplett aus. Den reißen wir dann auch gleich ab. Aber erstmal müssen wir zusehen, dass die Kohle hier ankommt. Und dann werden wir das weiterverteilen. Und dann sollte das hier passen. So, dann haben wir eines der größten Probleme hier. Die 10 Kohleaufträge. Meines Erachtens nach komplett gelöst. Und jetzt wäre mir hier so ein Overlay nochmal wichtig. Ich weiß gar nicht, ob es hier so ein Overlay gibt. Wie bei Factorio mit Alt. Wenn ihr das wisst, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich gucke mal, Einigkeitswerkzeug ist klar. Einstellung ausschneiden, abreißen, stilllegen will man nicht. Verbessern wollen wir auch nicht. Ja, ich kenne halt nur dieses Ebenenwerkzeug. Also, was ich meine, dass man hier vielleicht nicht nur
sieht, was das Ding macht und lagert, ne, das ist klar. Aber dass man vielleicht auch über den Gebäuden sieht, was man dort wirklich produzieren kann und vielleicht die Produktionsketten und sowas, das fände ich hier nochmal, das fände ich hier nochmal sinnvoll. Ja? Eine Luftzerlegungsanlage, genau, das werden wir uns in der nächsten Folge angucken. Das ist das Thema Stahl. So, dann ein weiteres Thema, was ihr in die Kommentare geschrieben habt. Auch da vielen Dank dafür, war die ganz einfache Frage, bauen wir irgendwann mal so ein Verschüttungsförderband? Ja, und ich bin halt am Überlegen, wie und wo wir das machen. Am liebsten hätte ich halt, also ich zeige euch das mal, am liebsten hätte ich hier vorne irgendwo eins. Ich meine, hier wird momentan, ihr seht, eine ganze Menge hingeschüttet. Wir machen hier gerade eine Müllinsel und wir können dann irgendwann auch mal übrigens, wir haben 100 Beton und wir können irgendwann auch mal den in Betrieb nehmen, aber das macht momentan noch keinen Sinn, wir haben kein Frachtschiff. Gut, also, egal. Wir können das hier hinsetzen, aber das macht dann keinen Sinn, weil dann müssen die LKWs ja trotzdem dahin fahren. So richtig viel Sinn macht es, wenn ich ehrlich bin, auf dieser Karte hier vorne nirgendwo. Das ist für mich momentan das Problem. Ich guck nochmal, wo war das Teil? Gasfackel brauchen wir nicht. Ich will das Ding nicht abfackeln, das finde ich, weiß ich nicht. Dann warten wir lieber noch ein bisschen. Wo war denn das jetzt? Oh, wir können sogar Eichen pflanzen, cool. Da hinten bei den Förderbändern, da können wir halt irgendwas verschütten. Das würde halt Sinn machen, wenn wir es zum Beispiel hier hinsetzen, aber... Ich bin da noch nicht ganz von überzeugt. Das muss ja auch irgendwo hingeschüttet werden. Das könnten wir hier hinsetzen zum Beispiel, dass sie stumpf in die Erde schütten. Denn ich plane eigentlich schon hier vorne so eine große Ecke aufzuschütten, langfristig mit Müll. Das werden wir dann einfach ganz stumpf weitermachen. Und hier dann irgendwann in Richtung Ölproduktion zu gehen, also auf so einer schönen Müllinsel. Und die Stadt muss ja dann hier so und so noch weiterentwickelt werden. Und dann brauchen wir irgendwann noch Platz für andere Produkte. Wir müssen ja nicht nur das... wir müssen ja nicht nur hier Obst produzieren und Gemüse, wir brauchen ja dann noch mehr. Und da wird unsere Stadt noch wachsen. Also, ja, da wird noch genug Zeit ins Land gehen. Wie sieht es eigentlich hier vorne aus? Ah, 93%. Da müssen wir uns irgendwann auch mal eine neue Lösung überlegen. Aber noch sieht das Grundwasser dort gut aus. Wir müssen halt nur gucken, dass wir nicht zu viel dort rauspumpen. So. Also, das ist das Thema Verschütten mit Förderband. Wie gesagt, ich tue mich da tatsächlich ein bisschen schwer mit. So, jetzt wollen wir nochmal eine andere Sache gucken. Ich würde gerne mal in die Statistiken nochmal ganz kurz gehen und mal von hinten das Ganze aufräumen, wie viel Kraftstoff wir zum Beispiel jetzt produzieren. Gesamtverbrauch, wie sieht es mit der Produktion aus? Ja, noch würde ich sagen, sieht es gut aus, ne? Letzten 100 Jahre. Wir sind bei... das ist schon pro Jahr schon arg an der Grenze. Unser Hauptschiff, die Stromerzeugung, ist jetzt runtergefallen. Also sollten wir mit viel Glück, da die Fahrzeuge nur minimal steigen, jetzt ein bisschen was übrig haben. So, Bevölkerungswachstum kennen wir. Einigkeit ist auch klar. Das auch, das sehen wir da oben. Jetzt gucken wir mal in die Verschmutzung. Da hattet ihr mir auch gesagt, das ist da nicht ganz so wichtig. Das ist mir hier mehr interessant. Wir haben jetzt Lebensmittel. Oh, das gibt aber einen ziemlichen Perk hier oben. Einen ziemlichen Boost. Was war denn das hier? Lebensmittel, okay. Hier kriegen wir Gemüse. Das bringt also anscheinend doch echt eine ganze Menge. Wow. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Gut, hier vorne, da müssen wir jetzt nicht reingucken. Aber das mit den Lebensmitteln, da... Eieiei, das war schon mal interessant. Gut. Also, dann gucken wir mal, ob die Kohle jetzt hier mal angekommen ist. Ja. Wenn der Nerd das Stückchen hier baut, dann klappt es auch mit der Kohle. So, er läuft jetzt leer hier hinten. Nicht wahr? Nee, noch nicht. Okay. Dann können wir an der Stelle auch schon mal umswitchen.
einmal... Ja, ich will tatsächlich... Nein, ich hätte ihn gerne da dran. Genau. Zack. So. Da ist noch ein bisschen was drin. Und ich hoffe, bis das fertig ist, ist er hier leer. Okay. So, jetzt kommt hier hinten die Kohle. Wo ist sie? Da kommt sie. Sehr schön. Also, die Kohle kommt. Und das bringt uns direkt zum nächsten Thema. Lager. Ja, ich möchte gerne unsere Lager vergrößern, gerade hier vorne. Das will ich verbessern zum nächstgrößeren Lager. Gerade diese ganzen Schüttgutlager, die sich um Eisenerz und Kupfer und sowas kümmern. Wir werden langfristig hier unsere Versorgung so und so vergrößern müssen. Und gerade hier vorne ist es mir einfach wichtig, dass wir mehr Eisenerz speichern. Hier diese Schüttgutlager, das ist wurscht, ne? Das kommt so und so regelmäßig raus. Das ist wirklich egal. Oder auch zum Beispiel das Schüttgutlager hier vorne. Das Stückgutlager, nicht das Schüttgutlager. Das möchte ich auch verbessern. Das hier noch nicht. Aber zumindest das möchte ich auf jeden Fall verbessern. Denn, ja, da brauchen wir langfristig so und so mehr. Und wir können hier besser mehr drin speichern. Denn der läuft ja immer nur voll, wenn der voll gelaufen ist. Wenn wir nichts bauen. Und dann ist es gut, wenn da möglichst viel drin ist, falls wir es mal für irgendwas als Vorprodukt brauchen und wir gerade eine große Baustelle machen, dass da viel durchlaufen kann. Ja, das ist mir auch nochmal wichtig. So, dann, welche Lager wollen wir noch ausbauen? Ich möchte auch gerne das Kohlelager ausbauen, wobei mir das momentan... doch, du hast noch Kohle. Dann sollten wir hier zumindest ein Lager hier vergrößern. Dass wir auch das ausbauen, ja. Dass wir da auch genug Kohle speichern können. Jetzt haben wir hier nämlich auch mehr Eisenerz, denn aus diesem Lager soll ja auch die Stahlproduktion versorgt werden. Und dann hatte ich euch ja auch gesagt, dass wir gehen nochmal... Ja, wir haben die noch nicht erforscht. So, wir brauchen hierfür... ein Konstruktionsteil brauchen wir 3 Stahl und 6 von denen. Das heißt, wir haben momentan, bauen wir 6, also wir können insgesamt, also es sind 12, das heißt, wir können 6 rote Teile im Maximum momentan produzieren. Das müsste man langfristig mal schauen, wie das ausreicht. Da habe ich hier wirklich auch überhaupt keine Erfahrung, wie viel hier so eine Polymerisationsanlage kostet. Ihr seht, die kostet auch eine ganze Menge. Das heißt, da brauchen wir schon eine ganze Menge von. Und die brauchen wiederum 3 Stahl. Und wenn wir uns das mal angucken bei der Stahlverhüttung, das können wir jetzt auch so Lebensmittelmarkt 2, das können wir schon mal erforschen. Und wenn wir jetzt uns die Stahlverhüttung angucken, dann liefert der 12. Das heißt, einer kann, das heißt, wir sind wirklich bei so einem Sauerstoffkonverter 24 geschmolzenes Eisen. Und wenn ich richtig, überlege, kriegt er auch genau 24 raus. Das heißt, das ist eine Produktionskette. Damit können wir die versorgen. So, das passt soweit. Jetzt haben wir aber das Problem, dass wir hier mit der Eisenproduktion, meine ich, und das gucken wir uns mal in den Statistiken an, da sind wir, was vollständige Produktion angeht und vollständiger Verbrauch. Also ihr seht, da ist nicht so viel Luft drin. Das heißt, da müssten wir tatsächlich... Da müssten wir tatsächlich noch ein bisschen hochgehen. Wir sind hier bei 24, 48 bei 72. Und das sind 15. Das alleine sind 45 Verbrauch hier vorne. Und der braucht nochmal 18 dazu. Nochmal 20, 45, 55, 65. Aber wir könnten eine Montageanlage noch dazu bauen. Ja, wir können... Ja, wir könnten tatsächlich mit der aktuellen Produktion, könnten wir sogar echt noch eine Montageanlage dazu bauen. Das heißt, wir können hier noch eine weitere hinsetzen. Von den Zahlen müsste das ausreichen. Lass mich, habe ich irgendwas übersehen an Eisen? Nee. Maschinenteile müssen wir auch noch ausbauen. Wir sind aber 96%, das ist noch okay. Wie sieht es mit den Lagern hier aus? Der ist groß, dann werden wir dich bitte auch verbessern. Haben wir noch genug Elektronik? Ja, komm, easy. Haben wir.
einmal hier checken. Die Kohle kommt. Die Kohle ist fast leer. Sehr gut. Wir lassen das mal sicherheitshalber hier stehen. Falls irgendwas mit dem Förderband mal passiert, können wir das zumindest per Hand machen. Die Aufträge sollten jetzt weniger werden. Das sind wirklich nur noch die Fahrzeuge, die jetzt dorthin fahren. Das Eisenlager ist jetzt ein großes und voll. Sehr schön. Kupfer können sie auch weiter fördern und dort weitermachen. Sehr gut. Tja, jetzt bin ich ernsthaft am Überlegen. Ich denke, wir werden das wirklich mal machen. Wir machen das. Ach, verdammt. Das war etwas anderes. So, Montageanlage 2. Wir setzen hier noch eine Produktionskette zwischen. Vorbereitend. Na, ich wollte eigentlich... Ah, verdammt. Moment, das will ich einmal pausieren. Und dann in den Blueprint-Modus gehen. So. Dass wir das hier vernünftig durchplanen. So. Wir brauchen hier einfach mehr. So, Holz daran. Jetzt müssen wir einmal... Gott, jetzt müssen wir gucken, wie ich da rankomme. Er kommt... dann gehen wir mal bitte tatsächlich daran. Und er geht daran. Und da dort überhaupt keiner rankommt, müssen wir die ganzen Teile hier leider alle per Schnelllieferung bauen. Aber wir haben Gott sei Dank genug Einigkeit. So. Das können sie so bauen. Das funktioniert. Machen wir das so. Das ist ja nur ein Klick. Und hier wollen wir die hier bauen. So. Hier muss... Oh, Moment. Da muss noch Elektronik mit ran. Ich habe gar kein Elektronikförderband gebaut. Heidewitzka. Okay, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Ja, schreibe ich mir mal auf. Kümmern wir uns in den nächsten Folgen zusammen mit dem Stahl drum. So. Da muss ich tatsächlich nochmal ganz kurz durchrechnen. 12, 12, 12. Das sind 36. Wir gucken mal, was die hier in der Spitze gerade brauchen. Das sind 6. Okay, das reicht. Das ist bei maximaler Auslastung... Eine Produktionsanlage und die beiden kriegen nicht mal eine zweite Produktionsanlage ausgelastet. Ah, okay, komm, das ist okay, kein Problem. Also, Elektronikteile haben wir genug. Das sind dann nochmal 12. Das ist die Produktionsanlage und dann sind wir, wenn wir nicht die ganze Zeit Fahrzeuge bauen, bei plus minus 0. Okay, also, von der Elektronikproduktion passt das. Wir müssten halt gucken, wenn wir mehr Wartung brauchen, was wir zwangsweise brauchen, dann müssen wir die Elektronik nochmal ein bisschen aufrüsten. Aber Mechanikteile passen soweit. So, dann haben wir hier die Produktion erhöht und können nach dem Lebensmittelmarkt schon mal die Konstruktionsteile erforschen. Das hängt da noch mit dran. Montageanlage 3 und der Betonmischer 2, das ist gut. Und darüber werden wir dann mal schauen, dass wir hier die nächste Produktionskette hinkriegen. Mit den Teilen. Und dazu müssen wir uns jetzt hier eine Stahlproduktion aufbauen. Und die würde ich tatsächlich gerne, hier hinstellen. Aber das muss ich mir erstmal in Ruhe angucken, zumal wir auch so einen komischen Berg haben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin, euer Strategienerd.